Willkommen zurück zu Victor. Als nächstes spielen wir Wasteland. Upgraden brauchen wir noch nichts, weil mir eigentlich, sehen wir es ja auch, die zwei wichtigsten Waffen fehlen. Und zwar ist es das Sturmgewehr und auch der Raketenwerfer, beziehungsweise die Bazooka. Die zwei Waffen brauche ich auf jeden Fall und die bekommen wir auch in den nächsten beiden Leveln. Wir fangen mit Arid Wasteland an. Gibt es insgesamt drei Sachen, die wir kriegen können. Beziehungsweise insgesamt... Ne, vier Sachen, genau. Vier Sachen, die wir kriegen können. So, auch neuer Gegner, Skorpion. In jedem Level gibt es einzigartige Gegner, ansonsten auch universelle Gegner, wie man hier sieht, die Spinnen zum Beispiel oder diese fliegenden Totenköpfe zum Beispiel. Doppelter Schaden. Ab in den nächsten Bildschirm. Ah, Mann. So. Ich lade immer mal wieder nach, auch wenn ich nur ein paar Schüsse benutzt habe, einfach um auch permanent Munition zu haben. Hier gehen wir hoch und finden das erste von insgesamt zwei Artefakten in diesem Level. So, unendlich Munition bedeutet ein bisschen rumballern. Natürlich kann man auch bei unendlich Munition die Waffe wechseln. Was auch immer wieder mal ein bisschen witzig ist, wie hier die Shotgun zum Beispiel. Muss mal schauen. Ne, vergessen haben wir nichts. Okay, das Level müssen wir nochmal machen. Mir ist nämlich auch gerade eingefallen, warum. Jetzt habe ich vergessen, den Granatwerfer mitzunehmen. Yay. Heißt, eigentlich könnte ich mich jetzt doch sterben lassen und wir machen es nochmal. Ja, wenn ich es eh nochmal machen muss, von daher bringt es mir jetzt gerade gar nichts. Ja, ne, bringt wirklich nichts, wenn ich das Level eh nochmal machen muss. Ah, ich bin das erste Mal gestorben. Oh. Okay, das wird dauern. Aber auch hier der Zwischenboss eigentlich relativ easy. So, der ist erledigt. Weiter geht's. Ich kann auch gucken, dass ich noch so viel Sachen einsammeln wie möglich. Das Problem ist, man braucht hier den Granatenwerfer.
Oder vielleicht auch nicht. Moment. Wer weiß, vielleicht habe ich auch Glück und wir brauchen nicht den Granatwerfer. Was ich jetzt zwar nicht glaube, dass wir ihn nicht brauchen, aber wer weiß. Probieren kann man es ja mal. So, da geht's weiter. Wir gehen aber hier nach unten. Wir sehen auch gleich, warum wir den Granatwerfer brauchen, wenn es hier ist. So, hier ist ein Artefakt. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viele Artefakte wir haben. Hier. Na, sehe ich auch, wenn das Level beendet ist. Ansonsten passe ich hier noch auf, ob nicht was kommt. So. Okay, hier war nichts mehr. Tornados nerven auch. Gut, dass wir die jetzt kennenlernen. Nachher werden sie noch nerviger. So, hier hoch und damit haben wir das dritte Schild. Jetzt fehlt eigentlich noch die Waffe, sofern wir zwei Artefakte hier auch bekommen haben. Weiß ich jetzt nicht mehr. Wir halten die Augen natürlich trotzdem noch offen. So, und zwar sehen wir auch hier, warum wir den Granatwerfer brauchen. Und zwar können wir hier nämlich hoch schießen mit dem Granatwerfer, um da durchzukommen, weil so kommen wir nämlich nicht durch. Aber mit der B-Fähigkeit funktioniert das auch. Sehr gut, muss nicht nochmal spielen. Unnötigerweise nochmal gestorben. Und zwar haben wir jetzt nämlich das Sturmgewehr. Und ich hoffe, wir haben auch alle Artefakte, wobei gleich dürfte der Boss kommen. Der wird extremst lästig. Und wenn ihr ihn seht, denke ich, werdet ihr mir auf jeden Fall zustimmen. So einen lästigen Gegner gab es wohl selten in einem Spiel. Ich will noch überlegen, was für eine Waffe wohl bei dem am geschicktesten wäre. Oh, ich hasse es. Okay. Ich denke, wir dürften alle Artefakte haben. Machen wir es mit der Sniper zuerst. Machen wir mal. Und zwar ist der Boss hier ein Djinn. Und ihr seht, wie groß er ist. Und wir können auch nicht auf seine Plattform. Er bleibt nämlich da, wo er ist. Das finde ich zum Beispiel gut. Aber er kann Blitze und kleine Sandstürme heraufbeschwören. Und das macht den äußerst nervig. So, wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr natürlich wieder auf Pause drücken. Seid ihr ja gewohnt, ich lese es ja nicht wirklich vor. Das heißt, an Items hätten wir hier 100%. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Boss, den wir töten müssen. Und danach eigentlich noch ein Level. Das war nicht ganz so intelligent gerade eben. Sniper ist so geil. Man kann selbst durch einen Windstoß kann man ihn treffen, wenn man schießt. Au. Ja.
hasse diesen Boss. Wieso kam ich nicht gleich auf die Idee mit der Shotgun? So, das war's. 100% auch in diesem Level. Ich denke, eine Bewertung wieder relativ schlecht, obwohl 12.500 geht. Ist immer noch eine B-Bewertung, naja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, haut rein!